Bechern, Bumsen und Business. Als männliche Unser Sex war verschwendeter Bodycount. Weil er keinen hochkriegt. Sei transparent wie ein Blatt Papier. Okay, es ist anscheinend der Echsen- und Fremdgemonat bei RTL, denn wir haben Temptation Island, da macht ja sowieso jeder, was ihm sein Hoseninhalt sagt. Dann haben wir Prominent getrennt, wo die Paare wieder zusammenfinden sollen. Und dann haben wir Ex on the Beach, wo die Paare zusammenfinden oder neue Partner finden können. Servus Leute und hiermit herzlich willkommen zu Folge Nummer 1 von Ex on the Beach, irgendwo in Mexiko, glaube ich. Ich glaube, es steht schon im Titel, Ryan wird heute ankommen und er wird auch schon richtig fertig sein mit den Nerven. Er wird auf jeden Fall richtig hart drangenommen, deswegen würde ich jetzt sagen, viel Spaß beim Anschauen dieser Folge und los geht's. Ex ist wieder soweit. Einmal im Jahr lassen wir sie einfliegen. Die hottesten Beziehungsexperten Deutschlands. Und dann gibt's das volle Verwöhnprogramm. Viele kaputte Ex-Beziehungen, sehr viele neue heiße Flirts und ganz viel Drama, denn all das passiert mit diesen Kandidaten unter einem Dach. Denn für unsere neuen Singles geht's dieses Jahr über den roten Teppich Back to the Basics. Check grad nicht, also hä? Hä, was ist da los? Hat man den blonden Ryan wieder auf Wish bestellt? Welcome to the reality und willkommen... Willkommen in der Psychoanstalt, wo es definitiv nicht angenehm sein werden wird. Ich bin hier, um Rache zu nehmen. Na du Arschloch! Na du verlorenes Stück Scheiße! Hau raus! Wie ekelhaft bist du! Der Terror, er kehrt zurück. Der kehrt nicht nur zurück, der steckt immer noch in den Kandidaten drinnen und die Ausraster werden mal wieder legendär. Der eine Ex mit der anderen Ex, von dem einen Ex mit der einen Ex. Ja, heute rappelt's richtig in der Kiste. Okay, stopp. Bevor wir uns hier einen ganzen Porno anschauen, gibt's lieber noch eine Portion Aggression. Das größte Arschloch auf diesem Planeten, wirklich! Ist dein Ernst? Soll ich auch mal rumschreien? Ja. Du scheißt auf meine Gefühle? Okay, ich glaube, wir wissen schon, auf was wir uns hier einlassen, aber so weit sind nicht alle Kandidaten. Ich habe gar keinen Plan. Egal, Hauptsache hübsch. Was mich auszeichnet, dass ich unfassbar gut küssen kann. Und mit welchem Masterplan möchte er die Mädels überzeugen? Einfach rein. Ja, Chris, der untreue Styler, möchte einfach mit der Rakete in den Tunnel. Eitel bin ich. Ich bin einzigartig, würde ich sagen. Ex-Freundinnen würde ich nicht gern sehen. Sind ja nicht umsonst meine Ex-Freundinnen. Stimmt, entweder er war der Ekelhafte oder die Freundin war die Ekelhafte in der Beziehung. Irgendwer wird's gewesen sein. Steffi war so das letzte richtig intensive Kennenlernen so. Perfect Match halt, oder nicht? Steffi und ich sind nicht glücklich geworden. Ah ja, so wie alle anderen Beziehungen von Are You The One und ihr wisst ja jetzt schon, dass Ryan auch reinkommt. Man sieht den Strand, das Wasser, Meer, Pool, die Bar. Tja, nicht nur das Haus ist nah am Flüssigen gebaut, sondern auch die Säuferjungs von RTL. Kein Wunder, bei der langen Anreise läuft. Schwitzt schon voll. Habt ihr Filter drauf? Klar, bitteschön. Und was kann der schöne Langhaar-Tarzan mit seiner vertrockneten Liane sonst so? Lass mich kurz überlegen. Ich wohne in Los Angeles und ich liebe Frauen und ich liebe Kameras. Deswegen bin ich hier genau der Richtige. Danke RTL für dieses allerbeste Standbild von diesem Wannabe-Möchtegern-Star. Und genauso erfolgreich wird er auch bei den Damen sein. Du hast den ganzen Tag Sonne, Frauen. Ich würde meinen Erfolg bei Frauen ganz gut einschätzen. Ach so, ja dann, was sind seine Spezialkünste? Man kann ja mal sagen, hallo, was geht? Oh, sorry, ja, hallo, was geht? Also so, meh. Smalltalk können sie beide nicht, aber der eine LA-Boy da, der hat so groß von sich geredet, kann aber nicht mal sprechen. Boah, Alter. Wann dann? Ich seh's ja schon kommen. Die drei werden beim Flirten genauso gut sein wie beim Smalltalk. Das wird einfach nur eine Totenstille sein. Ich bin Fabi, ich bin 26 Jahre alt. Und das F in Fabi steht für Frauenschwarm. Wow, wie spontan. Ja, wow. Und das S in Fabian steht für Saubermann. Das wird eine fischige Stachel. Wer rennt denn dann hier noch in sein Verderben? Zieht euch warm an. Und, nee, warte, nochmal, warte.
Was soll sein Brusttattoo eigentlich bedeuten? In Gott und in Gott F Trust? Ich bin Philipp, ich bin 28 Jahre alt und ich bin sehr erfolgreich bei den Frauen. Ich lebe nach den 3 Bs. Bechern, Bumsen und Business. Und der Bademantelbecherer ist wie erfolgreich in seinem Bums-Business-Modell? Ich bin schwierig zu bändigen. Nicht jede Frau kommt mit meinem Wesen klar. So, und jetzt kommt er. Der unselbstständige, unentschlossene, peinliche kleine 12-jährige Junge, der den Namen Ryan trägt. Aufs Stichwort. Hier kommt das Beste, was wir dieses Jahr zu bieten haben. Er ist the one. Ich gehe das Ganze ganz langsam an, so wie bei Eitelholz. Ganz langsam, Kleiner. Natürlich hat er auch wieder den obligatorischen kleinen Cut in der Braue. Und hoffen wir, dass dieses Jahr die Frauen besser kommen. Meine Lieblingsstellung ist tatsächlich der Elefant. Das ist so, wenn die Frau auf dem Bauch liegt und der Mann halt oben drauf, dann geht's halt auch mal voll in die Hose so. Ja gut, damit es nicht in die Hose geht, sollte man davor vielleicht eine Toilette aufsuchen. Aber zu dem ganzen Thema, wie gut Ryan darin ist, sehen wir gleich noch. Ich bin Ryan, ich bin 21 Jahre alt. Man kennt mich vielleicht bei I The One so ein bisschen als männliche also ich war sehr leicht zu haben. Der Kleine ist auch ewig 21. Und ja, er hatte 1, 2, 3, 4 Damen und im privaten Leben, wer weiß noch wie viele. Boah, keine Ahnung. Hä, das check ich nicht. Hey, wieso ist so warm auf einmal? Die Sonne scheint ins Haus, aber niemand ist zu Hause. Ryan ist immer noch lost. Hä? Also, ich habe nicht gecheckt, wo ich gerade bin. Ich habe auch gedacht, hier geht's was passiert jetzt? Hä? Keine Ahnung. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass Ryans Beißerchen genauso weiß gebleached sind wie die Socken des weißhaarigen Typen. Was war das? Wo ist das? Das Terror-Tablet. Sehr weit ins Höschen gerutscht. Und ich kann euch eins versprechen, gleich wird noch viel mehr in sein Höschen rutschen. Es wird unangenehm. Es wird super, super, super unangenehm. Fabienne, Philipp, Ryan, schärft eure Macheten ab zum Strand. Ach du heiliges Kanonenrohr. Ja, da hat wohl eine richtige Kanone bei Ryan und Chris die Augenbraue durchgeschnitten. Sind die beiden Brother from another mother? Ich sage jetzt schon, das wird unnormal cringe, ne? Das wird richtig cringe. Das wird so cringe. Also cringer als Are You The One kann's ja wohl nicht werden, oder? Ich will nicht, ich habe Angst. Ich habe ganz viel Angst. Meine Zündschnur ist sehr kurz, also kann ich auch beleidigen werden. Ich bin Sharon und bin die Ex von Ryan. Uiuiui, da geht's gleich heiß los. Eine beleidigende Dame mit richtigen Krallen, die Ryan auf jeden Fall kein leichtes Leben machen wird. Was er für ein Arschloch ist. Und in wie viele Frauen hast du dich jetzt schon verliebt? Ich? Ja. Von einer Frau zur anderen hüpfen? Nein, natürlich nicht. Würdest du ja niemals. Nee, niemals. In 2 Wochen Are You The One hatte er 4 Frauen und da wurde er von Kameras beobachtet. Also können wir uns denken, wie er im privaten Leben so agiert. Wenn ich auf einen meiner Ex-Freunde treffe, dann steche ich mit meinem Giftstachel zu. Halt's Maul, das ist schon wieder von mir. 2 Teufel für Ryan auf einen Schlag und die Dame hat auch ordentliche Krallen, um ihm das Gesicht zu zerkratzen. Weil du ja dann wieder daher gedackelt ankamst im Club, wie so ein kleiner Hund. Boah, chill mal ein bisschen. Warum Hund? Stimmt, das finde ich voll unfair. Hunde sind treue Seelen und Ryan, der wechselt seine Unterhosen weniger oft als seine Frauen. Ryan ist ein absoluter Fuckboy. Ja, und weil 2 nicht reichen, kommt jetzt noch eine 3. Yeah. Digga, eine 3, das wäre zu viel. Das ist Sina. Ich bin Sina, die Ex von Ryan und das hier wird er nie wieder kriegen. Period. Zack, zack, zack. Naja, Ryan hat jetzt auf jeden Fall mehr Exen im Haus als Gehirnzellen im Kopf. Ryan mag Blümchensex, das war bei uns auch jedes Mal so der Fall. Genau. Ryan, du machst auf cool und Playboy. Unser Sex war verschwendeter Bodycount. Piu, piu. Eine ärger als die andere, die anderen Boys lachen Ryan nur noch aus. Er ist ein kleiner, lustiger Schwamm. Ja, es war ihm halt auch ein bisschen unangenehm, man hat es gesehen. Das fickt mich gerade, das Thema. Also damit habe ich nicht gerechnet, dass sie jetzt sowas droppt. Das ist jetzt... Oh Ryan, irgendwo tut er einem schon leid. Also er wurde jetzt direkt entmannt, weil er keinen hochkriegt. Aber trotzdem ist er... Der kleine Fucky. Hä, was glaubst du? Also wenn es so weitergeht, dann rennt er morgen direkt nach Hause zu seiner Mami. Aber alle 3 von mir. Nein. Junge, wir werden nicht auseinandergenommen. Unser Sex war ein verschwendeter Bodycount.
Und im Laufe der Staffel wird tatsächlich noch eine vierte Ex reinkommen. Kleiner Spoiler, es ist Edda aus Are You The One. Und Ryan hat jetzt schon eine Ausrede, wie das Ganze wo mit den Frauen so passiert. Ich bin hier eh der Jüngste, ne? Und dann bin ich so erster Tag, komm erstmal so rein und dann kriege ich gleich den ganzen Scheiß ab. Ah ja, der erste Tag im Kindergarten, direkt eine schlechte Laune aufgesetzt und jetzt kann er nicht mehr weiter tun, der Kleine. Muss man aber nicht sagen, Digga. Digga, das passiert, was soll man machen, Digga, ehrlich. Ja, Dick, Brudi, Dick. Was kann Ryan noch zu seiner Verteidigung sagen? Ich will mich gar nicht selber bewerten im Bett, das mache ich nicht. Ich krieg meine Rezensionen, sag ich mal. Ja, ich habe mir mal so eine Rezension von Ryan rausgesucht. Schlechte Erfahrung mit Magen. Durchfall und starkes Übergeben hinterher gehabt. Lebensmittelvergiftung. Nicht zu empfehlen. Durch die sympathische Antwort des Inhabers kann man sich vorstellen, wie es dort abgeht. Was gefällt dir so an Sina? Die Frage ist, was gefällt mir nicht an Sina? Guck in die Sonne. Guck in die Sonne und verbrenn dir die Augen, genau wie die Amis bei der Sonnenfinsternis. Und er versucht es weiterhin bei Sina zu landen. Sina hat alles, sie bringt alles mit. Körper ist perfekt, alles, keine Ahnung. Die ist einfach eine Granate. Ja, also wer kennt's nicht? Nach 10 Minuten hat sich Richard in Sina verliebt. Er kennt ihren Charakter, er kennt ihre Werte, er will sie heiraten. Muss sich hier wirklich immer alles nur um Sex drehen? Aber weißt du, wer mich auch reizt? Ja. Das ist diese Natalie. Weil diese Blicke, dieses geheimnisvoll. Ach so, genau, ja, jetzt liebt er auch schon eine zweite Frau. Seine Logik ist genauso wie seine Liebe. Nicht vorhanden. Okay, sei transparent wie ein Blatt Papier. Und welche Sprüche gibt's von unserem Konfuzius noch? Ich wollte schon sagen, sei ein Löwe, Bruder, sei ein Bär. Ja, klar. Ja, und der Langhaar-Tarzan ist nicht viel besser. Wenn sie kommt, dann kommt sie und dann, Und dann, war sie bestimmt nicht mit Ryan im Bett, denn da läuft noch nichts. Das ist so. Bist du doof? Du stellst mich Ryan? Sozusagen in der Öffentlichkeit dar, dass ich richtig scheiße im Bett bin. Ja, nein, habe ich nicht gesagt. Check ich nicht, verstehe ich nicht. Ryan plus Sina in einem Bett, nix gut, aber Ryan kann eh nicht viel weiter denken. Das habe ich nicht gecheckt. Naja, hier eine Verbildlichung. Kein Schuss, kein Spaß, aber der kommt jetzt durch das Terror-Tablet. Oh mein Gott, mir wird ganz schlecht. Tiefe Gespräche oder tiefes Niveau? Hä, ich dachte, jetzt kommt eine Chaya rein. Nee, dafür muss ich das Niveau erstmal wieder ein bisschen steigern. Und weil Ryan so eine kleine Schlaftablette ist, bekommt Sina einen anderen Typen zugeteilt. Der Typ kann schießen und Ryan, der ist jetzt traurig. Oh mein Gott, das ist ja voll cringe. Warum sehen wir das? Ja, voll cringe. Ach ja, und wer es nicht gehört hat, cringe ist Ryans Lieblingswort. Also ist ja super cringe, ne? Krikrakrakrak, was? Cringe. Ja, definitiv, auch bei diesem Date. Wann ziehen Sie sich endlich aus? Cringe. Cringe, wenn es so weitergeht und anscheinend geht's auch erstmal so weiter. Aber für in den Sonnenuntergang reiten ist es jetzt schon ein bisschen spät, oder? Theoretisch könnte er jetzt geritten werden, bis dem Cringe-Boy die Augen aus dem Kopf fallen. Ich hab schon zittrige Beine. Sonst haben leider keine Beine mehr gezittert und dann fängt er an, der erste richtige Tag. Heute passiert, glaube ich, was Krankes. Sturm kommt, ja, ich sag's dir. Glaubst du? Ich glaube, das zieht weg. Das sieht Ryan mal wieder falsch, so wie vieles andere, denn es geht ab. Und zwar wieder mal mit einer Nachricht vom Terror-Tablet. So, wer wird jetzt gebumst hier von uns? Es ist Zeit für mehr Bums in der Bude. Oh. Natalie, Sina, Philipp, am Strand erwarten euch Fuegos. Aber keine Sorge, die Fuegos haben Angst vor einer Sache und deswegen werden sie gleich nicht mehr brennen. Guck mal, wie ich aussehe. Alles gut wie immer, jetzt ab zum Strand. Tschüss. Auf unsere Echsen, wa? Ja. Ja, Diogo könnte noch kommen von mir, ne? Der ist einfach hohl, mit dem kann man nicht reden. Ja, gar keinen Bock auf den. Diogo ist Sinas Ex und er war schon mal bei Temptation Island. Und wenn ich mich zurückerinnere, Diogo ist echt ein anderes Level. Hoffentlich nicht. Hoffentlich nichts. Aber sowas von. Ich bin bei Ex on the Beach dabei, um Philipp mal zu zeigen, was es wirklich heißt, wenn man mich als Psychopathin betitelt. Psychopathenvorwürfe kennen wir schon aus dem Sommerhaus von gewissen Kandidaten und das gibt's jetzt dann auch bei Temptation Island in der nächsten Folge. Ex on the Beach. Ich und Ryan haben gerade ein bisschen rumgeflirtet. Du hast krass viel trainiert, ne? Totale Eskalation.
Eskalation. Ich glaube, das ist Nele, Mann. Natürlich nicht vergessen, morgen gibt es schon Prominent getrennt und am Tag darauf gibt es dann Temptation Island. Immer 3 Tage hintereinander alle Folgen. Wenn ihr die Folgen nicht verpassen wollt, könntet ihr gerne meinen Kanal hier oben in der Ecke abonnieren. Da oben gibt es einmal Temptation Island, die neueste Folge. Hier unten verlinke ich euch Prominent getrennt die ganze Staffel. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, alles Liebe und ciao, ciao. Ich habe das Gefühl, das wird eine gute Staffel.